Wir sind endlich wieder zurück in Toadtown angekommen. Was macht ihr denn hier? Mario, bitte pass gut auf meinen Bruder auf, okay? Komm schon, wir sind in Eilung, Mario. Ernsthaft? Manchmal bist du so unerstehlich. Klappe! Oh Gott, was machen die hier? Komm, Mario, gut siehst du aus, dass du mit Mario ja nicht zur Last fällst, hörst du? Hey, ich falle ihm ganz sicher nicht zur Last. Ich helfe ihm die ganze Zeit. Wie schön. Unser lieber kleiner Gumbario hilft dem großen Mario. Ich bin so stolz, das muss ich sofort deinem Vater und Gumbar erzählen. Mario, du musst mal wieder bei uns vorbeischauen und ein Like da lassen. Komm schon auf, Mama, das ist ja peinlich, ey. Ich bin kein Kind mehr. Ach, sei nicht dumm, Kürbisköpfchen. Ich sage doch gar nichts, was dir peinlich sein müsste. Ich liebe dich, das ist alles. Darf denn deine Mutter nicht stolz auf ihre Kinder sein? Oh, Mama, immer musst du mich wie ein Kind behandeln. Nee, Gumbario wird ausgeschimpft. Halt Klappe, Gumbario. Hey, Mama, Gumbario ist gemein zu mir. Wie habe ich in die Folge mit gerade gestartet? Leute, willkommen zurück auf jeden Fall zu Paper Mario. Und letztes Mal haben wir einen sehr starken und schweren Bosskampf hinter uns gehabt. Mein Inventar ist nicht mal so voll. Deshalb würde ich vorschlagen, kaufe ich mir direkt mal zwei Superpilze. Eins und zwei. Für ein bisschen extra Heilung, die wir auf jeden Fall noch gebrauchen können. So. Und wir werden heute nicht nur Kapitel 6 wahrscheinlich anfangen, sondern wir werden uns vor allem auch ein wenig noch umschauen. Ja. Ich habe nämlich noch in Erinnerung, dass wir hier einen Ordenladen haben. Mit sehr coolen Orden, die wir uns bestimmt holen können. Okay, ist okay. Hinter, was wird sein Hintermann geschubst? Auch in Ordnung. Abfallkraft des Gegners und bringt Schaden. Ja, ist okay. Ist aber nicht so gut. Apro Orden, wir haben letztes Mal unseren letzten Level ab, unsere OP erhöht und ich wollte unbedingt Herzlein reintun. KP regeneriert sich, ich glaube wahrscheinlich so um 1 oder so jede Runde. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Erdbeben raus, Super Erdbeben rein, nee, können wir nicht machen, okay, das ging nicht. Wir sind jetzt schon wieder voll, verdammt. Aber, hey, ich würde sagen, wir haben eine gute Auswahl an Orden, finde ich zumindest. So. Oh, was war Colorado hier? Ich hatte, wäre bei seinem Haus abgehauen. Sei groß, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad. Aber kennt sie Cooper, verstört den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das vermute ich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Ich muss einen anderen Weg finden nach Cooperheim. Hier ist ein Taudi? Was zum... Hey, du mit der Mütze. Warte mal. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Cooper. Bitte merk ihn dir, okay? Wenn du diese Straße benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht. Du passierst nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Wie wär's, wenn wir einfach kämpfen? Du willst kämpfen? Du musst verrückt sein. Sieh mich doch mal an. Ich saf dich ein. Denn, um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Kämpfen. Nun, dann habe ich keine Wahl. Aber ich habe dich gewarnt. Das wird vielleicht ein bisschen weh tun. Das werden wir ja sehen, Kollege. Dann scan ihn mal für mich, Gumbario. Ja, das ist Kenzie Cooper. Er ist so raffigiert. Raffgierig, meine ich. Raffgierig wie groß. 70 KP, 10 Angriff, 6 Verteidigung. Manchmal vollführt er eine Stampfattacke mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde. Wie mich. Also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Cooper steigen deine Chancen, wenn du ihn umkippst. Dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf den Beinen ist, wird er angreifen. Und ganz nebenbei ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten. Ist er größer als Cooper the Quick? Jemand hat mir gesagt, dass er früher einen Cooper eingelebt hat. Alter, warum hat Bowser den nicht eingestellt? Ist er dumm oder so? Na gut. Wir können ja gucken, ob der Hammer ihn umkippen könnte. 70 Leben. Ich habe einen Schaden gemacht, aber ich habe ihn nicht umgekippt. Fuck. Ah, cool. Oh, pff, 9 Schaden. Junge. Ja, das gibt ihn um. Oh Gott, ich habe darauf gehofft, dass es ihn umkippen würde. Multi-Angriff. Macht das keinen Schaden? Nein. Macht absolut keinen Schaden.
Und er steht wieder. Und ich... Aua. Einfach nur... Aua. Also, was erneut. Boing. Boing. Okay, das funktioniert ja zumindest schon mal. Aber ich schätze, ich muss wechseln auf jemand anderen. Aber wer wäre denn stark genug, um gegen seine Verteidigung anzukommen? Bombette? Ich schätze schon, oder? Die Knallerfrau hier. Ich schätze, sie wäre stark genug dafür. Das war auch so dumm, dass er direkt dann nochmal angreifen kann, direkt danach. Aber sie ist jetzt nicht ernsthaft 3 Runden. Doch. Mist. Gar nicht gut. Hey, kann ich ihn jetzt nicht eigentlich theoretisch wegkicken? Na gut. Ich komme halt nicht zum Angriff. Okay, vielleicht ist der Kampf noch viel zu früh für uns. Oder man soll wirklich zahlen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, ey. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Mann. So, machen wir mal den Himmelskuss. Komm, Mister. Küss mich. Küss mir. Danke schön. Endlich mal jemand, wo sich traut, Mario zu küssen. Ja. Wollte auf niemanden gucken. Wo das seit Jahren nicht macht. Aber. Ah, der Kuss war in Ordnung. Es gibt bessere. Denkt sich Mario. Okay, ich werde noch mal einmal was ausprobieren, Freunde. Schade. Ja, einmal will ich noch was ausprobieren. Und zwar kippe ich ihn um. Ne? Bam. Und damit Bombett angreifen. Ah, nice. Wir haben Lack bekommen. Sehr schön. Sehr schön, Orden. So. Die Bombe. Angriff. 6 Schaden. Ich meine, was Besseres haben wir nicht. Von daher muss es ausreichen. Aber was mache ich denn hier gegen? Gar nichts. Nee, komm. Ich lass es sein. Kann ich fliehen? Nein. Ich reset das Game. Das lohnt sich hier überhaupt nicht. Da fällt mir ein, wir können ja mal den Postboten spielen. Wir haben sowieso noch 3 Briefe, die wir abgeben müssen. Und ich glaube, das mache ich jetzt zuerst. Bevor ich jetzt... ich glaube, ich weiß schon, wie wir in Kapitel 6 reinkommen. Und das ist, glaube ich, super einfach. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich möchte erstmal ein paar Briefe abgeben. Warst du das nicht? Also wir haben auf jeden Fall einen Brief für einen Toad. Hier bei Items. Rosti. Ich dachte, er wäre das. Okay, Igor in Buladen und ein Yoshi. Okay, zur Yoshi-Siedlung können wir sowieso noch gleich hin. Das ist gar kein Problem. Denn wir gehen ja eh noch gleich in den Untergrund, um uns das neue Gebiet anzuschauen, das wir jetzt freigeschaltet haben. Dadurch, dass wir einfach unseren krassen Hammer jetzt besitzen. Bist du Rosti? Würde mich nicht wundern, wenn ja. Komm, bitte. Ja. Hey, sieh doch Rosti! Hier! Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Den haben wir irgendwo in einem Baum gefunden. Was könnte das wohl sein? Wie eigenartig. Er kommt von Lava Lava Island? Ja, ja. Ist eine Frage von einem neugierigen Kind. Mein Wissen ist sehr gefragt. Danke, Paracarry, für die rasche Zustellung. Normalerweise beantworte ich ja keine Anfragen, aber es kommt von einem Kind und wir müssen die junge Generation bilden. Als ich ein Kind war, war ich auch voller Wissensdurst und bin es noch immer. Ich werde mich sofort um die Beantwortung kümmern. Nochmals herzlichen Dank, dass du den Brief über eine so weite Entfernung zugestellt hast. Bitte nimm das als kleines Dankeschön. Ein Scherz, bitte. Danke. Eigentlich ging das ja an ihn, aber Mario nimmt es einfach an. Er nimmt es so aus seinen Händen raus. Yeah, this is mine now. Yahoo! Ach, warte mal. Wenn wir sowieso gerade bei Luigis Röhre sind, können wir mal nachschauen, ob in seinem Tagebuch was Neues drinsteht. Oh, Mario, lass das Luigi nicht hören. Oh, ich habe ihn da schon draußen singen gehört. Können wir gleich mal vorbeischauen. Aber erstmal nach unten. Was hab ich gemacht? Hä? Hier sind Briefe. Lieber Mario, wie geht es dir? Ich bin Kleinti. Ich bin nur ein kleiner Toad. Ich lebe in Toad Town. Ich habe im Dojo ganz viel trainiert, damit ich Prinzessin Peach retten kann. Ich schreibe dir später wieder. Tschüss. Wir haben einfach Post bekommen von Kleinti. Und Titania. Ich hab das gar nicht gewusst, dass man hier Briefe lesen kann. Hallo Mario, ich bin Titania, Wim Christmas Liebreizende Assistentin.
Danke, dass du an unserem Quiz teilgenommen hast. Unsere Quoten haben alle Rekorde gesprengt. Sind dir die Sternsplitter dann auch vom Nutzen? Bitte besuche uns wieder, bis du auch die letzte Frage beantwortet hast. Ich werde dich anfeuern. Titan, ja. Und die Cooper Bros. Mario, du Ratte, wie kannst du es wagen, uns so bloßzustellen? Wir werden dir das nicht vergessen. Pomodoro. Hey, ich würde mich nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Melanzano. Ich werde dich zum Wein bringen. Asparago. Solltest von jetzt an beim Schlafen nur ein Auge zumachen, Kumpelchen. Citronello. Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Wir kommen wieder, die Cool Bros. Okay. Lieber Mario, danke, dass du das Fuzzy-Problem gelöst hast. Wir, die Koopas aus Cooperheim, wissen wirklich zu schätzen, was du für uns getan hast. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir dir keine Belohnung gegeben haben. Wir sind nur einfache Koopas, weißt du? Oh, du bist uns aber jederzeit herzlich willkommen. Dein Besuch ist uns eine Ehre. Viel Glück von uns allen. Danke. Mustafa. Hey Wanderer, ich habe schon viel von deinen Taten gehört. Man erzählt sich von dir nur Gutes. Es ist gut zu wissen, dass Bosses Leute nicht länger die alten Ruinen unsicher machen. Leider sind aber einige Reliquien verschwunden. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, ein Koopa würde sich in den Ruinen herumtreiben. Das klingt sehr verdächtig, sehr sass. Sei vorsichtig, wenn du auf solche Typen triffst. Ich muss jetzt aufhören. Ich freue mich darauf, Geschichten über deine Abenteuer zu hören. Mustafa. Ist aber nett. Colorado. Wie geht's dir, alter Junge? Ich bin gerade mit der anstrengenden Erforschung der Ruinen, die nur durch meine Bemühungen gefunden wurden, fertig geworden. Leider habe ich keine Schätze von besonderem Wert gefunden. Aber ich muss nur weiterziehen, alter Kumpel. Auf der ganzen Welt gibt es Schätze, die von mir gefunden werden wollen. Ich höre, wie sie meinen berühmten Namen rufen, um darum betteln, ausgegraben zu werden. Da fällt mir erst jetzt auf. Der hat doch eine Crew, ne? Warum ist der nicht mitgekommen? An Mario! Geht es dir und Gumbario gut? Mir geht es gut. Oh, ich bin's übrigens, Gumbaria. Ist euer Abenteuer aufregend? Ist Gumbario schon ein Held? Oder faulenzt er nur? Weißt du, manchmal gehe ich mit Mama und nach Toad Town zum Einkaufen. Vielleicht treffen wir uns da. Ich will unbedingt ein paar von deinen aufregenden Geschichten hören. Ich kann es nicht erwarten, ehrlich. Du wirst Bowser besiegen. Ich weiß es, Gumbaria. Okay, ein paar haben wir noch. Omnity. Hallo Mario, isst du auch regelmäßig? Du weißt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Kochbuch, das du mir gegeben hast, ist wirklich praktisch. Ich kenne schon viele Rezepte, aber mit diesem Buch kann ich hunderte von neuen Gerichten zubereiten. Ich muss dir von meiner neuen ersten Kreation erzählen. Sie ist einzigartig. Man braucht auch dazu eine Feuerblume und ein Ei. Als ich sie das erste Mal zubereitet habe, war ich hin und weg. Vielleicht kann ich sie dir von Nutzen machen. Komm zu Besuch, ich bringe dir Zutaten mit. Also, und bring ihn mit. Kannst du eine Eierbombe daraus machen? Krass. Okay. Wenn ich jemals wieder ein Ei finde, kann ich machen. Nochmal Colorado. Wie geht's dir, altes Haus? Großartig, vermute ich. Ich wollte mich nur bei dir für die Sache mit dem Vulkan bedanken. Ich gehe natürlich davon aus, dass dir mein eigener heroischer Part im letzten Kapitel durchaus bewusst ist. Ich mache mir Sorgen um meine liebe Frau. Sie denkt sich ja ständig daran, wie mutig ich mit den Gefahren stelle. Vielleicht sollte ich für einige Zeit nach Hause kommen. Schau nochmal auf eine Tasse Tee vorbei. Habe ich versucht. Da war so ein Typ in dem Weg. Bluff doch nicht. Hey Großer, wie geht's dir? Hier ist Bluff vom Ordenladen. Danke, dass du bei mir eingekauft hast. Du bist ein cooler Kunde. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, gewähre ich dir auf alle Rabatte einen Rabatt von 0%. Wow. Da bin ich sofort am Start, Mann. So, Luigi. Ich will deine tiefsten Geheimnisse wissen. Los, erzähl sie mir. Ich habe gehört, dass mein Bruder auf einem Thunfisch nach Lava Lava Island gereist ist. Unglaublich, das ist unfair. Ich will auch auf einem Thunfisch reiten. Ach, Luigi. Das wird schon noch passieren, glaub mir. Ich habe gehört, dass auf Lava Lava Island ein paar Yoshi-Kinder abhanden gekommen sind und dass mein Bruder sie gerettet hat. Ich wette, es gibt nichts Süßeres als Yoshi-Kinder. Ich bin ein wenig neidisch auf meinen Bruder. Ach, Luigi, wie gesagt, das wirst du bald auch alles können. Nur die Ruhe, okay? Mit der Zeit kommt der ganze Spaß. Hey, Luigi! Zähl ab. Oh, Junge, es war ganz schön cool, so hoch oben herabzuhängen. Schöner Ausblick und so. Wie? Ach, nichts. Sag, wo hast du denn den coolen Hammer? Ich meine, du kannst jetzt sogar Gegner mit harten Schalen bekämpfen. Da hast du wohl recht. Apropos mit dem coolen neuen Hammer. Sollen wir mal in den Untergrund gehen? Bevor ich das mache,
Habe ich jetzt eigentlich alle meine Briefe abgegeben? Dass ich jetzt abgeben kann? Buhu und Yoshi-Siedlung. Okay. Zu Buhus Laden. Wo können wir jetzt ganz fix eben hin? Das ist gar kein Problem. Und Yoshi-Siedlung ist irgendwo in einem neuen Bereich vom Untergrund, wo wir noch nicht waren. Achso, hier ist der Ordenladen. Ja, da hat ein paar neue Sachen drin, aber nichts, was ich jetzt unbedingt mitnehmen wollen würde. So wie meine Orden gerade sind, können sie eigentlich für den Rest des Spiels bleiben, glaube ich. Ist eigentlich jetzt ziemlich gut gerade. Könnten zumindest zufrieden. Und das doch das Richtigste. So, wo war das nochmal? Ach, wir können ja hier schwimmen jetzt. Oha, krass. Ist mir gerade erst aufgefallen. Au, au, yeah, hier sind wir back. Dun, dun, dun. Ich glaube... Ah, nee. Okay, ich muss hier behalten. Okay, wie komme ich am schnellsten zum Buhu-Laden? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, indem ich hier durchgehe und dann runterfall, oder? Dum, dum, da, da, dum. Ja. Njaup. Ich finde diesen Ort irgendwie voll chillig. Ich weiß auch nicht. Hier so eine Map zu haben. In irgendeinem Videospiel. Wo man sich so erkunden könnte. Das stelle ich mir ziemlich cool vor. So, Kumpel, Kollege. Willkommen in meinem Laden. Wo soll ich euch erschrecken, hä? Hey, ich habe hier was für Sie. Schauen Sie mal, Igor. Aha. Ein Brief. Eine Bestellung. Komisch, diese Bestellung kommt aus der windigen Schlucht. Das ist gleich hier um die Ecke. Können diese Leute nicht einfach hierher kommen? Na gut, mein Motto lautet von Buhu mit einem Lächeln. Nimm das bitte für deine Mühen an. Danke. Ja, manche dieser Quests gehen nicht weiter. Da kriegt man einfach direkt den Splitter. Sehr nice. Oh, ein Lebensretter. Das ist einfach ein One-Up-Pilz. Kostet aber auch 50. Andererseits... Könnte er mir helfen? Nee, ich kaufe ihn nicht. Ich finde auch ein bisschen zu krass, glaube ich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe den Rückweg jetzt eben ausgehen. Okay. Jetzt können wir hier ein bisschen rumschwimmen. Ich weiß, irgendwo gab es noch einen Block, den wir kaputt machen könnten. Aber da eile mittlerweile, ne? Eins nach dem anderen. Warte mal, da geht's lang. Okay, das ist eine Röhre, habe ich gerade gesehen. Geht's hier lang? Nee, so. Okay, ist nichts. Schade. Ich hätte es cool gefunden, hätte man so einen Knopf, womit man so ein bisschen schneller schwimmen könnte. Oder so. Blooper! Warum ruft er seinen Namen? Und warum? Warum überhaupt? Also. Naja. Okay. Halt noch ein Kampf. Also ich sehe sein Leben nicht, deshalb glaube ich, wir müssen ihn nochmal neu scannen. Ich meine. Okay. Aber wie stark wird er denn jetzt sein? Der Super Blooper! Ja, Mann, das ist der Super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. 70 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Glaub mir, seine Größe entspricht deiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario. Jetzt geht's um die Wurst. Mama mia, nicht die Bratwurst. Oh, 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 oh. Oh! Na gut, 4 Damage. Das geht ja noch. Habe ich nicht recht? Ja, eigentlich brauche ich ja nichts. Ich glaube, ich greife einfach so an, oder? Ich könnte es zumindest versuchen. Oder wartet mal, was kann ich denn? Ich kann den Multikopfschuss mal ausprobieren. Auf den Blooper drauf. Na komm. Na? War in Ordnung, würde ich behaupten. War in Ordnung. Ich könnte den Angriff theoretisch senken. Oder ich wechsle meinen Partner aus für nächste Runde. Dann nehme ich mal... Ladybug. Weil sie macht ja eigentlich auch noch richtig krassen Damage. Was zur Hölle? Ja, toll. Das konnte ich doch nicht jetzt wissen. Ach man. Na gut, dann scannen wir die Blooper Babies auch einmal. Ja, wie gesagt, das ist ein Blooper-Baby. Der Super-Blooper spuckt sie aus und sie kommen, um dich auszusaugen. 6 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Wir müssen sie schnell schlagen, damit sie uns nicht zu viel Energie absaugen. Obwohl sie wirklich niedlich sind. Niedlich? Ja, okay, doch. Kann ich sehen. Ah, so ein Gegner wieder.
Warum gibt es ja eigentlich so viele Blooper-Kämpfe in diesem Game? Bin ich hier Mario Sunshine oder was? Ich glaube, das ist jetzt der dritte Kampf, oder? Ungefähr. Und er... Oh no. Das ist ganz und gar nicht gut. Die beseitigen wir alle auf einmal. Mit einem Sternsturm. Der Sternschauer ist sehr effektiv. Okay, noch 55 Leben. Und Kumbari darf ja auch nochmal angreifen. Und ich würde sagen... Komm, wir machen einfach. Komm, egal. Hat ja gerade ganz gut geklappt. Vom Timing her. Klappt's relativ gut. Ja, war okay. Würde ich mal behaupten. Nein. Nein! Zweimal? Hat jetzt 18 Schaden gemacht? Das kann nicht sein. Was? Das kann nicht sein. Hat er gerade wirklich 18 Schaden gemacht? Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay, lad dich auf. Gut. Du machst unser Damage hier. Boah. Nee, mach erstmal Fokus. Da mache ich jetzt gerade noch nicht so viel Damage. Wir brauchen mehr Energie. Oh, so wenig nur. Ich habe den Orden nicht ausgerüstet. Hilfe! Naja, Kiss hat nur Mario angegriffen und zwar letztlich so krass stark. Du lädst dich nochmal auf. Nach dem dritten Mal kann ich angreifen. Also sollte ich dann angreifen. Nein, ich heile mich jetzt schon. Und dann nach der nächsten Runde müsste ich zumindest einen Balken wieder voll haben. Yay, Mister! Perfekt. Oh nein. Okay, er wird nicht rot. Ja, ich habe schon gedacht, dass jetzt die Kinder kommen, aber was soll ich machen? Also mal ehrlich, was soll ich jetzt machen? Gumbarium muss ich nochmal aufladen, um dann nächste Runde auf dem großen Blooper richtig Damage zu machen. Und Mario, bitte besiegt die. Komm. Okay, nächste Runde ist der andere down. Und der riesige Blooper, na, der ist nicht down. Aber der wird richtig viel Leben verlieren, ja. Okay. Nein, nicht rot werden! Okay, wir haben ein riesiges Problem. Okay, Gumbario. Vertrau drauf. Du schaffst das! Warum? Ich hab gedrückt! Verdammt, was soll das? Betrug! Okay, zweimal geblockt, aber... ist immer viel zu viel. 30 Leben hat der doch. Ja komm, wir greifen jetzt einfach an. Das andere ist bei mir nicht mehr übrig. Ich muss jetzt einfach draufhauen und draufhauen, bis er irgendwann umkippt, Mann. Ey, ich kann's gerade nicht fassen, ne? Ehrlich. Ich kann's einfach nicht fassen. Ich kann's auch nicht abpacken. Ganz toll. Angriff. Ja, doppelter Damage. Oh, das habe ich gebraucht. Okay. Ja. Ho! Bam! So, und jetzt, Kollege, wirst du es bereuen, dich mit der Mario Crew angelegt zu haben. Schade, keine doppelten XP, wir haben ja auch gerade Damage abbekommen. Boah. Junge. Hey, ein Schalter. Oh, führt er mich zu Yoshis Siedlung? Ja, das tut er. Perfekt. Gut, wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir ja schon mal den Brief abgeben an irgendeinen dieser Yoshis. Oder steht das da spezifisch, welcher das ist? Oder muss ich jetzt einfach raten? Wie sieht's aus? Rote Yoshi-Kind. Okay. Das müsste der Dude da hinten sein. Juhu, hurra, boah, krass, ja, yeah, oh, ja, yeah. Hey, yo, ich hab was für dich. Bitteschön. Geh schön durch. Ah, danke, ich frag mich, was es wohl sein mag. Oh, mein Kumpel hat ein neues Spiel erfunden. Das muss ich später ausprobieren.
er will auch, dass ich ihn in seiner Heimatstadt besuche mit dem Spiel. Aber wie soll ich da hinkommen? Naja, vielleicht werde ich ja eines Tages das Meer überqueren. Das ist wirklich komisch, weil ich ihm auch gerade einen Brief über ein neues Spiel geschrieben habe. Herr Paracarry, werden Sie mir helfen? Hier, bringen Sie bitte meinen Brief dem Toadkind, das Ihnen den Brief an mich gegeben hat. Wenn Sie es tun, danke! Dainty, nahe des Bahnhofs. Alright. Ja, okay, ich weiß, welches Kind das war. Ich würde sogar sagen, das machen wir jetzt sofort, weil ich muss sowieso jetzt mich ganz schnell eben heilen gehen. Ich drücke mal Start. Falscher Knopf. Ja. Bevor ich mich hier rechts jetzt umschaue. Das machen wir gleich. Denn ich habe jetzt keine Lust auf irgendwelche weiteren Kämpfe. Ich bin nämlich fast down. Ich glaube hier hoch, ne? Ja, genau. Okay. So, den Weg zum Kind zeige ich euch, aber wie ich mich heile, zeige ich euch nicht. Das könnt ihr euch ja auch vorstellen. Warum drücke ich die ganze Zeit starte? Nein, das ist ziemlich dumm. Verschwende nur Zeit. So, Kitty. Welches davon war's? Welches Kitty davon war's? Du warst es, oder? Oder auch nicht? Nee. Du warst es. Ich weiß es. Du warst es. Hab ich recht? Ja. Bitteschön. Von deinem kleinen roten Yoshi. Wow, vielen Dank. Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshi-Kind ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre dort, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihm zurückschreiben. Was denkst du, worüber wir schreiben sollen? Ich weiß es nicht. Lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Carrie. Können Sie das zustellen? Das ist ein Brief für Onkel Frosty im Sternental. Er ist mein Onkel. Er passt auf ganz viele Sternkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit. Er muss die ganze Zeit hinter Ihnen her sein. Zumindest schreibt er das in seinen Briefen. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um einen über den Weg abzulenken. Ich weiß, es ist sehr weit, aber ich würde es sehr zu schätzen wissen. Okay, Frosty im Sternental. Ich weiß leider nicht, wo genau er war. Ja, wir schauen mal. Was zur Hölle? Wieso wurden meine Ohren wieder abgerüstet? Seht ihr das? Oder wurde das nicht? Hä? Oder habe ich... Hä? Ich war mir eigentlich sicher, ich hätte meine Ohrenpunkte schon ausgegeben. Vielleicht habe ich es nicht gemacht? Jedenfalls, ich habe 3 Ohrenpunkte Platz. Und jetzt ist die Frage, wofür ich sie ausgebe. Was war das schon da? Schwindelhieb? Ja, die brauche ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich könnte BP Plus oder KP Plus machen. Was wäre sehr nice. Andererseits, Meditation ist ein richtig gutes, richtig guter Orden. Mehr Focus Power. Superbeben weiß ich jetzt nicht. Wenn du das Action Command vielleicht so her, spring sofort du kannst, so oft du kannst auf einen Gegner. Ja, Power Doubts. Wir kennen ihn. Ich weiß nicht, soll ich den wieder rein tun? Könnte nützlich sein. Aber. Boah, bin mir da echt nicht sicher, du. Schwindelhieb, nee. Ich will den Schwindelhieb weil ich haben. Nein. Ah, tu mir nichts, wäre vielleicht nicht schlecht. Oder ich tue Meditation raus, tue was anderes rein. Eigentlich habe ich mir einen Doppelgriff geholt, weil ich mir dachte, das wäre voll cool. Aber irgendwie habe ich es bisher, ich glaube, einmal benutzt oder so. Machen wir mal stattdessen Meditation rein. Und, hä? Herzlein hatten wir doch schon längst ausgerüstet gehabt, oder nicht? Kapierige erinnern sich während des Kampfes langsam. Ja, das hatten wir doch ausgerüstet. Okay, komisch. Naja. Was auch immer. Sehr seltsam. Jetzt passt auf, jetzt kommt so der nächste Blooper. Das wär's ja jetzt. Oh, was ist denn, der geht denn hier ab? Was soll denn? Verdammt! Ich wurde voll ausgenockt von denen. Schnell abhauen. Ich habe keinen Bock auf den Kampf gegen euch. Das muss ich mir nicht geben. Nein, 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 das muss ich mir nicht geben. Ach nö. Ach nö, ich will doch nicht. Wie soll das euch da hochkommen? Oder hier übers Wasser? Keine Ahnung. Aber auch gut. Hallo?
Jemand da? Nein? Das ist eine Röhre. Hier waren wir doch schon mal. Oder? Sorry für den Steam-Sound. Kann man random. Hä? Ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen. Warte mal. Wo führt mich die Röhre hin? Führt sie mich dahin, wo ich denke, wo sie mich hinführt? Moment. Was? Ist das hier zufällig eine Wand vor meinem Bett? Das sieht nämlich sehr verdächtig aus. Ich will so mit links und mit dem Schwert so tippen, ob hier was ist. Da ist wirklich was! Das war ja nicht mal markiert! Oha! Oha! Hi? Sieh mal da an! Hallo! Arroso, zu deinen Diensten! Du scheinst ja unter ein ein unternehmungslustiges Kerlchen zu sein, wenn du diesen Ort hier ausfindig machen konntest. Was ich hier mache, ich betreibe nur mein kleines Geschäft und kümmere mich um mich selber. Aber ach du, mein Freund, du bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen. Denn ich habe ein tolles Angebot für dich. Es ist etwas ganz Besonderes und kostet gerade mal 64 Münzen. Interessiert? Vertrau mir. Okay, was könnte schon schief gehen? Ein Scheinwetter! Gute Entscheidung. Ich danke dir zutiefst. Aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, dann hast du dich getäuscht. Ich habe etwas noch Besseres zum selben Preis. Aber sei gewarnt, dieses Angebot steht nur für kurze Zeit. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du dir selbst ein wunderschönes Monogramm in den Bauch beißen. Also, wie wär's denn mit dem Geschäft? Hm, okay. Lebenspilz, Haha, gute Entscheidung. Ich danke dir zutiefst. Aber wenn du glaubst, das war's schon, nochmal. Nein. Okay, dann halt doch deine Groschen. Dann halt doch deine Groschen fest, Mann. Das ist eine Schande, ehrlich. Dieses Item ist so großartig. Und es könnte vielleicht schon vergriffen sein, wenn du wieder zurückkommst. Okay, ich glaube, bei dem kann man ab und zu mal neben den Items mehrere Sternsplitter kaufen. Also, wenn wir ganz viel Geld haben, können wir zu ihm zurück. Um uns dann ein paar Sternsplitter zu holen. Aber eigentlich. Ich habe die noch nicht einmal ausgegeben, Sternsplitter, ne? Ach, schau mal, wo wir sind. Ich habe euch ja gesagt, wir werden irgendwann in dieses Haus kommen. Und damals habe ich gedacht, das wäre wichtig für Kapitel 4, aber nö, war es nicht. Dann kommt ihr eh erst nach Kapitel 5 rein. Hey, warte mal. Das heißt, dieses Haus ist einfach nur eine Abkürzung zum Dude? Ja. Aber er guckt uns nicht an. Er wartet, bis immer die nächste Wand drauf sprengt. Der baut die jetzt wieder neu auf. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge tun wir uns hier im Untergrund noch ein bisschen weiter umschauen. Und natürlich nicht vergessen, wir werden... nicht Like da, lasst vergessen. Und natürlich werden wir auch noch viel mehr unternehmen. Vielleicht ja auch schon Kapitel 6 starten. Ich weiß nicht, wie man dahinter kommt. Aber ja.